Hallo und herzlich willkommen zum 65. Deutschen Kurzfilmpreis hier an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Der Kurzfilmpreis ist deshalb wichtig, weil er ein Augenmerk auf diese Kurzform legt. Ein hochdotierter Preis, der wirklich den Kurzfilm feiert. Die Nominierung allein ist schon super wichtig, weil sie einfach so ein kleines Spotlight auf jemanden wirft. Das ist eine ganz, ganz tolle Chance einfach, weil man natürlich auch ein bisschen Startkapital bekommt. Ich will hier lernen, inspiriert werden und dass meine Sehgewohnheiten aufgebrochen werden. Jeder fängt mit einem Kurzfilm an. Kurzfilme sind so ein wichtiges Format. Eine der schönsten Arten, um Geschichten zu erzählen. Mit dem Deutschen Kurzfilmpreis wird Clara Helbig für den Film Disjointed ausgezeichnet. Florian Schewe und Adrian Figueroa für den Film Kroll. Hanna Strackholz und Simon Steinhorst für den Film Doom Cruise. Wir können die Fantasie tanzen lassen in kurzen Zeiten. Und da kommen so pointierte Dinge heraus. Das ist fürs Filmemachen insgesamt eine ganz wichtige Quelle der Inspiration. Melissa Byrne und Anne Roller für den Film Girl. Michel Balaguer, Barbara Wagner und Benjamin de Burka für den Film 100 Steps. Nicolas Schmidt für den Film First Time. Es ist eine Riesenehre, dass wir den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen haben. So einen Preis zu gewinnen, einfach gibt es eben so Hoffnung und Energie. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Zu sehen, dass mein Film resoniert und dass es der Diskussionen anregt, das ist total viel wert. Und insofern, ja, bin ich total glücklich. Macht total viel Mut und es ist richtig schön. Das ist wie so eine Lizenz zum Weitermachen. Das ist einfach eine Riesenehre. Ich bin stolz, dass wir solche wunderbaren Künstler haben. Ich wünsche, dass der Kurzfilm immer in Deutschland so mit Energie und Kraft und Begeisterung gefeiert wird.